Das da? Nee, Giftresistenz. Super. Equipment, zieh an, den da weg. Und den dahin. Gut. Was steht hier hinten? Da hinten steht, hier kommst du nur ran, bevor du die Kiste öffnest. Ne? Nee, doch nicht. Teilsport. Ja. So, die Fässer sind wieder alle voll mit Gift. Die lasse ich da, wo sie sind. Das heißt, links rum. Hoch. Da komme ich nicht hin. Da komme ich nicht hin. Also muss ich jetzt hier hoch, wo der andere große Typ war. Wo ich runtergerollt bin und fast gestorben. Da geht's weiter. Da geht's jetzt dahin, wo wir eben gerade gesehen haben. Genau. Und da, wo der kleine Pilz ist und der Spieler gerade rumläuft, ich glaube, da kommt man nur hin, wenn man von oben runterrollt. Und da oben gibt's weiter rein. Ich gehe lieber erstmal wieder zurück. Hier scheint es nach draußen zu gehen. Fatty ahead. Und dann Gift. Oh. Nicht von dem Flügel da erwischen lassen. Wart mal. Hier war der erste Hammerschwinger, oder? Wenn ich jetzt hier lang gehe, bin ich jetzt wieder bei dem Turm, wo ich das immer unten kaputt machen wollte. Genau. Okay, also wir sind noch nicht so wirklich tief drin in dem Gebäude gewesen. Ich will aber immer noch zu dem Loot hier und den Gang lang. Den sind wir noch gar nicht lange gegangen. Sadness ahead. Therefore try Ellie. Oh. Also hier soll wohl etwas so Schwieriges kommen. Oh, ich glaube, man kommt gar nicht mehr zurück. Also entweder hier lang oder da lang soll etwas so Schwieriges kommen, dass man Hilfe sich holen soll. Und da sehe ich hinter den Brettern was funkeln. Ganz... Oh, oh, oh. Euch kenne ich schon. Und ihr seid viele. Jauks. Oh, und der hat das kaputt gehauen. Das ist sehr gut. Und hier ist überall was, was die kaputt hauen können. Weg. Kleinkram muss weg. Okay, was schaffe ich hier? Die sind alle in einer Reihe. Und sobald sie hier bei mir ankommen, kann ich einfach runterrollen und dann laufen sie wieder runter und dann passt das. Hau mal hier das Ding kaputt, bitte. Hau mal hier die Wand kaputt, bitte. Ja, sehr gut. Okay, ich darf nicht alle töten. Da muss... Oh. Hier bitte noch. Ich kann nichts sehen, der Helm ist im Weg. Weg, 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 weg. Okay, okay, okay. Heilen. Ja, okay. So, du weg. Weg, 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 weg. Dich anschlagen. Muss noch irgendwo was kaputt gehauen werden? Ja, hier. Mehr Heilung. Und ich sollte wieder Majula sind von der ollen Hexe am Boden mit dem Krämerladen auf dem Rücken. Ganz viele Heilsteine kaufen. So, dich kaputt. Und hier ist noch richtig viel zum Aufmachen. Dich kaputt. Hier bitte einmal. Warum blockierst du es? Geh weg. Komm, hier ha. Junge, nur weil ich all deine Freunde umgebracht habe. Komm schon. Genau. Komm her. Bin eine komische, bin Lumpen gekleidete Frau mit einem Hirschgeweih. Au. Ja, geh weg. Oh oh. Husch, husch. So. Weihnachten. Full Moon Sickle. Das wird deren Waffe sein, die wahrscheinlich viel zu schwer ist für uns. Heilung. Was haben wir in dem Paket? Simpleton Spice. Das macht die Sachen weniger. Man braucht weniger Intelligenz, um sie zu benutzen, die Zaubersprüche. Life Gem ist immer gut. Für den Rest muss ich nach oben. Hm? Ja. Aber das ist eine schicke Ecke.
Ich hätte irgendwie damit gerechnet, dass... Oh, Large Titanate. Ich hätte irgendwie damit gerechnet, dass die Hammerjungs irgendwas kaputt hauen müssen. Aber hier ist auch okay. Nix. Das ist ein doofes Kalendertürchen. Radiant Life Gem, Seelenhaufen, alles gut. Ah, das ist das Ding, was wir die ganze Zeit gesehen haben. Und nochmal ein Entsteinern. Wir haben jetzt schon zwei Dinge, die Entsteinern... Wie haben wir das übersehen? Wir haben jetzt schon zwei Dinge, die Entsteinern könnten. Wir haben allerdings, glaube ich, momentan nur noch ein Vieh, was wir entsteinern können. Ah, aber der könnte den Schlüssel haben für die Tür, die unten ist bei dem Runterbrechding in den Shaded Ruins. Weil Talania weiß ja, dass ja irgendwo da jemand ist, der Waffen schmieden könnte. Durch eine Vision von mir. Aber ob der Schlüssel da war, das weiß ich nicht mehr. Aber würde Sinn machen. Du Skeptic Spice. So, einmal rum, alle Türchen auf. Jo, gut. Hier kamen wir nicht durch. Das heißt, wir müssen jetzt oben dahin, wo wir eben gerade waren. Dann springen wir runter, laufen nochmal den Gang in die Richtung hier, gehen dann aber nicht rechts runter und gucken, was geradeaus ist. Genau, hier. Zeug. Da lang. Nicht rechts runter, sondern geradeaus. Da ist wieder so ein Kaputthau-Ding. Oh, hallo. Läufst du weg? Nein. Du zielst echt immer viel zu hoch. Das ist sehr komisch. Oh, alle. Du machst nichts. Nichts ist toll. Oh, Mist. Ich hätte ihn nochmal... Ich hätte ihn hier dagegen schlagen sollen. Lassen sollen. Ich brauche so einen Sichelmensch. Gib mir einen Sichelmensch. Da unten waren wir schon. Ja, nee, nicht schön. Das heißt, wir laufen zurück. Wie machen wir das? Ah, genau. Wir gehen einfach zurück zum Leuchtfeuer. Aktivieren das Leuchtfeuer. Pullen nicht die Jungs da draußen. Aktivieren das Leuchtfeuer. Ein Magier, der ähnlich aussieht wie wir. Weg. Also, abgesehen von dem Hirschgeweih. So, holen nicht die Jungs hinter uns, machen hier gar nichts, sondern gehen gleich da lang. Und rollen den Riesen dann einfach... Oh, hallo, die Tür ist ja schon weg. Genau du. Du müsstest jetzt hinter dich. Ah, oh, das wird nichts. Du müsstest bitte mal mich hauen. Ist offen? Nein. Ah, sehr gut. Okay, jetzt können wir versuchen, Schaden zuzufügen. Das geht sogar richtig gut. Einmal noch. So. Oh, ich wollte gerade fragen, warum überlebt das kleine Vieh eigentlich nicht, was oben drauf ist? Aber das fällt wohl immer so runter, dass der Riese dann auf das kleine Vieh rauffällt und dann beide tot sind. So, Loot. Eine Seele, ja. Eine Fackel, ja. Smooth und Silky Stone, sehr gut. Und ein besserer Heilstein. Du bist der Jackpot. Yay, Ritterzeug. Fine Work, ja, danke. Ich weiß, dass ich gut bin. So, jetzt könnten wir... Ja, das sind die ganzen Sichelmenschen. Jetzt könnten wir weiter in das Gebäude rein. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich gehe erstmal nach Majula. Da benutze ich dann mal unsere ganzen Mana-Batterien. Hol mir vielleicht so ein, zwei Level. Gib den Estus-Shard ab. Das vergesse ich sonst wieder und laufe wieder 10 Folgen lang damit rum. Das wäre nicht so schön. Und guck, ob die Steinhändlerin da ist. Und ob sie jetzt vielleicht andere Sachen im Angebot hat. Wo sie jetzt zu Hause ist und wo ich die alte Frau gerade sehe, weil ihr wollt mir auch noch was einkaufen. Du. Kaufen? Da. Gib mir mal bitte 20 Stück. Danke.
Sonst noch was? Nö. Thank you kindly. Gut, und der ist ja schon. Oh, fancy meeting you here. Ja, was für ein Zufall. Ist ja nicht so, als wenn in der ganzen Welt nur noch eine einzige Stadt vorhanden wäre. Aber okay. These stones may look. Das kennen wir schon. Okay, hast du was Neues im Angebot? Nein. Schade. Ich glaube, ich kaufe mal alle davon auf und hoffe das Beste. Visit me again, whenever you. What? You know how they call this? Ja, das kenne ich. Since long, long ago. Oder? Many kingdoms have risen and fallen on this very spot. Each like a great flame that turns to soot. Das ist ein sehr schöner Vergleich. Maybe that's why people don't remember much about the past. Weil jedes Mal so ein Verrückter kommt und sich selber anzündet und dann ein neues Königreich kommt. Ja, das könnte sein. Und sie hatte das schon mal angefangen zu sagen, aber dann bin ich schreiend vor diesem einen Kleriker weggelaufen und deswegen habe ich den Rest nicht gehört. Und hat sie jetzt was Neues? Nein. Das heißt, wir haben jetzt 10 von diesen kleinen Steinchen, die wir nicht wirklich brauchen. Dann benutzen wir sie doch einfach mal. Komm her. Reinforced Weapon and Armor. Da. Und reinforce bitte unsere Lumpen. Die sind nämlich toll. So. Large Titanit haben wir 14 Stück. Könnte ich also auch fast machen. Muss ich gucken. Rogue Legends brauchen auch nur normale Titanit. Können wir auch aufstufen. Large Titanit weiß ich noch nicht. Die Robe haben wir auch noch nicht. Komm her damit. So. Das Hirschgeweih braucht auch normale Titanit. Das ist gut. So. Large Titanit. Hast du da jetzt vielleicht was im Angebot? Nee. Dich kaufe ich mal. Aber wir hatten schon mal, dass der Stab fast zerbrochen wäre und nur durch das Repair Powder haben wir es geschafft. Die Dinger hier. Na komm, wenn wir sie von ihr aufgekauft haben, kaufen wir sie von dir auch mal auf. So. Und hier auch nichts Neues. Gut. Talk. How goes your journey? Take these. They should help a bit. Dankeschön. Was ist das? Blacksmith's Hammer. Ich weiß jetzt nicht, ob ein Hammer so unser Ding ist. Zeig den Hammer. Da, Blacksmith's Hammer. Macht schon mal ordentlich Wumms. Braucht 15 Stärke und 7 Decks, die wir schon hätten. 15 Stärke. Wie viel fehlt da? 12. Ja. Und das ist bestimmt tierisch langsam. Und langsame Waffen passen auch nicht so wirklich gut zu uns. Ja, schade. Okay. Also du hast nichts Neues. Wir wollten den Estus-Dingens noch benutzen. Is that a shard you've here to see light, however. Upgrade? Ja. Sehr gut. Raus. Seelen benutzen. Bitte keine großen Seelen benutzen aus Versehen. Ich bin mir immer nicht sicher, ob ich das aus Versehen vielleicht gemacht habe mit einem. Benutzen. Benutzen. Es sind so viele verschiedene Kleinkram-Sachen. Vor allem diese ganz, ganz billigen. Wo habe ich die jetzt noch gefunden? Weil wir sind nicht wirklich in Low-Level-Gebieten rumgelaufen. Gefühl zumindest. Also nicht, dass die letzten Gebiete besonders schwer waren. Ich fand das mit dem Dunkel und so weiter wesentlich garstiger. Wie viel haben wir jetzt? Ja, 37.000. Gib mir. Wusch, 47.000. Okay. Pyromancy. Wir hatten diese Fire Seeds gefunden. Ich glaube, die benutze ich mal. Beide hatten, glaube ich, das Angebot mit dem Aufstufen. Hello again.